die High-Fly-Tour hier in der Wiener Stadthalle beim Wiener Pferdefest mit zwei Österreichern als Sieger und einem jungen Schweizer auf dem dritten Platz. Ihr habt es über die 2,20 Meter Mauer dann nicht mehr geschafft. Vorher war alles einwandfrei und du bist einer der Jüngsten, die sich überhaupt dieser wahnsinnigen Sportart, nämlich dem Mächtigkeitsreiten, mit gratuliere. Hast du bemerkt, dass du da draußen einen ganz eigenen Fanclub gehabt hast? Ja, das habe ich gemerkt. Da bedanke ich mich recht herzlich für die Fans. Es war cool und ein super Gefühl, als ich reinkam, immer alle am Schreien. Das ist schon was ganz Spezielles. Es kann sich ein normaler Mensch überhaupt nicht vorstellen, schon gar nicht einer, der, sagen wir mal, ein bisschen springreitet. Was bedeutet das, auf einem eine Mauer zuzureiten, die, sagen wir mal, mindestens zwei Kopf höher ist als einer selbst? Für mich war es auch das erste Mal heute Abend. Darum bin ich sehr glücklich mit dem Resultat. Es war schon ganz ein spezielles Gefühl, aber da wir ja mit 1,60 Meter angefangen haben, ging es noch. Und die Nerven flatterten schon ein bisschen, aber es war alles okay. Das ist schön, dass du das jetzt zugibst. Du hast ja drinnen eigentlich die coole Socke gespielt und immer wieder auch Sprüche geschoben. Ein paar Ziegel sollen noch rein. 2,20 Meter, das ist jetzt kein Pappenstiel. Hast du das Pferd speziell darauf vorbereitet oder hast du gesagt, okay, die springt so gut, der springt so gut? Was ist das für ein Pferd? Wie hast du das vorbereitet? Ich habe gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe kurzfristig entschieden, dass ich dieses Springen reiten werde. Aber Riotgander ist ein erfahrenes 17-jähriges Pferd und darum habe ich gedacht, dass er da gut mithalten kann. Die beiden Österreicher, die dir dann, sag ich mal, die Fahrt noch vorgemacht haben, sind an Jahren um einiges älter. Denkst du dir, wenn du die Erfahrung dann auch noch kriegst, dann schaffst du es locker? Also ich muss zuerst mal sagen, ich fand ein bisschen schade, dass sie die Hosen voll hatten und nicht noch eine Runde weitergemacht haben. Und ich denke, dass ich einmal noch ein bisschen höher springen kann. Ich glaube, das waren weniger die vollen Hosen, als dass sie sich gesagt haben, die Siegerehrung zu zweit, der Spaß, den lassen sie sich nicht entgehen. Jetzt auch bei der Siegerehrung eine Bombenstimmung. Wie schaut es jetzt das restliche Wochenende bei dir jetzt noch aus, hier bei uns in Wien? Jetzt hoffe ich natürlich, in der großen Tour was reisen zu können. Zuerst morgen im Derby und dann am Montag im großen Preis. Ich habe noch ein bisschen etwas jüngeres, unerfahrenes Pferd dabei. Das will ich jetzt für die großen Prüfungen aufbauen. Hatte heute 3 Fälle in der großen Tour, aber eigentlich ein gutes Gefühl. Und jetzt hoffe ich, dass das in diesen 4 Tagen noch kommt. Und welche Eindrücke wirst du dann am Schluss aus Wien mitnehmen? Was ist so der erste Eindruck von diesem Turnier? Bis jetzt ist alles super. Dankeschön. Danke.